Jo, bevor wir jetzt das Video reinstarten, gibt es noch eine wichtige Information von meinem Sponsor Aldi Live für euch. Denn ab morgen, dem 28.11., gibt es in allen Aldi-Filialen, egal ob Aldi Nord oder Aldi Süd, Playstations zu einem extrem günstigen Preis. Ihr bekommt dort eine Playstation 4 inklusive Controller für gerade mal 199 Euro. Das ist ein Top-Preis. Also wenn irgendjemand von euch sich noch eine Playstation gönnen will, dann weiß er jetzt auf jeden Fall, wo er das Ganze gut machen kann. Hey Leute, was geht? Und dann herzlich willkommen zu einer weiteren Freistoß-Discard-Challenge. Heute ist der Starspieler Roberto Carlos. Was der so für Tore in seiner Karriere erzielt hat, was der für Freistöße reingemacht hat, das ist einfach unfassbar. Ich hoffe, wir kriegen heute ähnlich geile Freistöße hin. Der Gegner heute ist Wakes. Yo, what's poppin'? Freistoß-Challenge Part 2 oder was? Mit Roberto Carlos, das wird, glaube ich, wild. Ich glaube auch, das einzige Problem, was momentan ist, es gibt die Bug-Freistöße. Wir wissen beide, wie die gehen zwar nicht immer rein, aber ich glaube, den einen oder anderen Bug-Freistoß werden wir jetzt heute auch machen. Und ich glaube, vielleicht fliegt sogar einer davon rein. Wäre auf jeden Fall ein Skandal, so einen zu kassieren, oder? Junge, das wäre zu wild. Stell dir mal vor, roter Time-Finish, pam, fliegt der Ball im Winkel, ich würde feiern, bis... wenn du den schießt, würde ich es nicht feiern, aber wenn ich den schieße. Okay. Ich glaube auch. Ihr wisst, wie das Ganze abläuft. Wir haben gleich beide 10 Freistöße. Am Ende wird nach Differenz discarded. Heißt, wenn Tim jetzt 8-5 gewinnt, muss ich 3 Spiele abstoßen. Da kann jeder getroffen werden. Von allen hier aus meinem Team, da ist so ein Common Road to the Final, der 300.000 wert ist. Roberto Carlos, der 900.000 wert ist. Und ganz viele andere Spieler, die viel kosten. Ich denke, bei Tim sieht es genauso aus. Ja, Mann. Ich habe Willian als Starspieler, Road to the Final. Ich habe einen Sané, ich habe Roberto Carlos. Torwart, da bin ich gespannt, was du da hast, weil ich habe mir in De Gea reingeklatscht. Ah, habe ich mir fast gedacht. Ich habe Allison, der ist aber auch nicht so klein und auch nicht so schlecht. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Spiel und ich hoffe mal, dass mein Keeper nicht patzt. Okay, das ist der erste Freistoß. Ich fange gleich mal an. Roberto Carlos, der hat ja auch diesen langen Anlauf. Wird interessant, mit dem zu schießen. Ich weiß gar nicht, ob es mit Roberto Carlos so schlau ist, so nah ranzugehen. Ja, vielleicht muss man da echt mit Kraft schießen, ne? Aber ey, Danny. Wie machen wir das? Ja. Dürfen wir die Mauer verstellen, dürfen wir den Torwart bewegen oder gar nichts? Wir machen mit neuer Regel quasi diesmal, weil bei dem Video mit NE meinten einige, dass es ein bisschen langweilig ist, weil man mit der Mauer springen darf, Keeper stellen darf, Spieler auf die Linie stellen darf. Wir machen diesmal komplett ohne, das heißt, kannst Controller weglegen und eigentlich beten. Nicht mal Mauer springen, gar nichts. Nee, dass der jetzt nicht von Roberto Carlos... Ah, ich meine, ist so gewöhnt, die... Freistoß Nummer 1! Ja, ich will, glaube ich, doch mit Mauerspringen machen, oder? Hä, wie hast du mir geschossen? Das war nicht mal ein Topspin, einfach, oder? Einfach reingedippt, alles. Nein! Hier kannst du nochmal sehen. Skandal, Junge, ey! Ich hab so gute Spieler! So, Danny, wichtig, dass ich meinen jetzt auch direkt reinmache. Ich kann hier nicht direkt in Rückstand geraten, Mann. Das ist zu viel des Guten, oder? Gucken wir. Guck mir, was dein Roberto Carlos mit der Nummer 99 hier veranstaltet. Controller ja, ist weggelegt. Ja, ich weiß nicht, wie ich schießen soll. Schieß mal. Ja, Junge, ich krieg's gerade nicht richtig hin. Nein! Nein! Ja! Skandal! Okay, nächster Freistoß. Ich kann ausbauen. Und weißt du, was jetzt kommt? Nö. Der Bug-Freistoß. Nö! Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht, ist kleiner als bei anderen. Aber ich will ihn trotzdem einfach mal auspacken. So. Junge, der fliegt so in den Winkel, ne? Oh, mit Knie hält der! Keeper und so, ey. Manchmal kommt der krass, manchmal kommt er gar nicht. Jetzt ging er einfach auf den Keeper. Schade, ey. Ey, wenn der in den Winkel fliegt bei einem von uns, ne? Ich werde traurig werden. So, Leute. Ich muss jetzt hier nachlegen, mein zweiter Freistoß. Mal gucken, ob ich den besser hinbekomme als meinen ersten. Ich bin gerade hart am Struggeln. Hand ist am Zittern und so, komm. Ja, Mann! Roberto Carlos! Gesehen, der, reinfliegt. Der ist gut geflogen, ne? Na. Der ist ganz geil. Oh. Einfach genau so am besten. Hier hinziehen, so. Time Finish, bisschen! Ey, und der ist drin! Ey. Der war ja mal richtig knapp am Pfosten, ey. Nice, das sind die Bug-Freistöße. Scheiß mal auf dieses rote Time-Finish, einfach so. So sind die viel genauer und so, ne? Da weiß man wenigstens, was da kommt. Ja, boah, ja, war aber schon geil. Halt. So, jetzt, ich muss ja nachziehen. Ich würde gerne einen Bug-Freistoß machen, aber ich habe gar nicht so Selbstvertrauen, dass ein Bug-Freistoß reingeht. Kann man ja mal probieren, habe ich auch probiert. Ja, warten wir ab damit, okay? Warten wir nochmal ab Bin damit. Gespannt. Probieren wir es nochmal so, jetzt grün. Also wenn man die so schießt, dann gehen die, glaube ich, fast jedes Mal rein. Wenn es
richtig macht, ja. Hast du beim ersten Jahr nicht richtig gemacht. Ja, beim ersten habe ich komplett in die Mauer geballert, ne? Bei dir ist bis jetzt nur der Backfreistoß nicht reingegangen. Also, Danny, mach da nochmal einen Backfreistoß. Nee, ich glaube, die lassen ihn mal erstmal weg. Okay, wir probieren mal was anderes, den angedrehten. Machst du mit Außenriss, oder was? Nee, von der Seite mit Innenriss. Weil man kann theoretisch auch mit Außenriss. Bin jetzt gespannt, wie der kommt. Ich glaube, von der Position ist Innenriss besser. Ah, fuck. Ich glaube, der geht zu weit auf Keeper. Nein! An die Latte. An! Oh mein Gott! Die Latte. So, ich will jetzt mal was ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das klappen wird, aber no risk, no fun. Wenn es klappen wird, dann wird es hier, glaube ich, sehr, sehr nice. Warte, ich will ein bisschen den Anlauf. Hä? Wieso kann ich den Anlauf nicht ändern? Hab ich auch probiert eben. Das hey, wieso kann ich den Anlauf denn nicht verändern? Ich glaube, Roberto Carlos hat nur den Anlauf. Hä, Junge! Ja, dann. Deswegen geht auch schwer Außenriss mit. Dann machen wir jetzt mal so. Ja, deswegen, ich wollte auch gerade Außenriss machen. Dann machen wir es nochmal so kurz. Jo, danke. Nice. Das gibt es doch nicht, ey. Komm schon, Roberto Carlos. So, welchen mache ich denn diesmal? Eigentlich kann man auch einfach ganz normal in den Winkel ziehen. Änder doch nochmal den Anlauf. So, hä? In die Richtung geht. Guck mal! Was geht hier ab? Das ist der mit ganz viel Effekt. Warte, ich probiere echt mit Außenriss jetzt. Ich probiere es einfach einmal. Macht er den trotzdem, auch wenn er so anläuft mit Außenriss? Das weiß ich nicht. Ja, nein! Macht ihn, ich probiere ihn auch, der ist zu geil, wenn er reingeht. Oh mein Gott, der wäre krank gekauft, er fliegt ja gegen den Kopf. Warte mal, Wiederholung. Fuck. Der wäre so drin gewesen. Der wäre safe gut gekommen. Kommt einfach Werner. Ey. Aber De Gea wäre da gewesen, sag ich mal so. So, Carlos. Hey! Hey! Du hast schon geschossen? Nö! War es Backfreistoß oder was? Nein, ich habe gar nichts gemacht, der hat einfach selbst geschossen. Nee, das zählt nicht. Nee, guter Versuch. Schade, Tim. Wolltest das zählt ehrlich nicht. Wieso schießt der einfach ohne Grund? Ja, ich habe nur Anlauf geändert, auf einmal rennt er los. Er ist zu wild. Er sagt, ich kann keinen anderen Anlauf. Ich schieße jetzt selbst, wenn du immer wieder mich forcen willst, so anzulaufen. Bester Mann, ich bin jetzt mal ein bisschen weiter weg. Aber ich glaube, mit Roberto Carlos ist kein Problem. Ist vielleicht wieder besser. Stimmt, Torwart-Eck oder so knallt es ihm rein, oder? Nee, schön. Über die Mauer trotzdem. Ey, yo! De Gea, ich bin stolz auf dich. Roberto Carlos mit der Nummer 99. Ich glaube, so fühlt er sich wohl, oder was meinst du? Ich weiß noch nicht, werden wir sehen. Von was hier, da kann man hier auf jeden Fall mal ein bisschen Dollar schießen, glaube ich. Na? So irgendwie vielleicht? Ein bisschen machen wir was. Gelb, ja, man hat gesehen, gelb, das ist immer schwierig. Das ist schwierig. Aber ich glaube, wenn der grün gekommen wäre, wäre das sehr krass gekommen. Wer weiß. Wenn klappt, man weiß nie, ne? Manchmal geht der trotzdem, ich habe so weit nach oben gezielt, wie es geht. Manchmal ist fragwürdig. Ja, Carlos, ehrlich fragwürdig. Ey, ich greif gleich doch wieder auf den Bug-Freistoß zurück, was ist das Junge, ich hab den bis jetzt nicht einmal eingesetzt, ne? Ich mach jetzt eins safen, versuche ich zumindest. Der kann ja trotzdem in die Mauer gehen und dann werde ich auch einen Bug-Freistoß anbieten. Ja, jetzt wird's ehrlich Zeit, Danny. 5 Minuten Nachspielzeit hört sich auf jeden Fall gut an. Ey, genau eine 5 Minute auch noch. Kannst einfach Pass drücken, der fliegt rein. Eigentlich echt, oder? Shit. Was? Ich dachte, der ist safe drin. Der war perfekt geschossen. Nice, Mann, nice. Nein. Was ist denn los hier gerade, Mann? Boah. Roberto Carlos ist überspielt. Der hat zu viele Freistöße geschossen. Er will nicht mehr. Junge, der war so geil. Angst, dass er zu weit daneben geht. Gleich ist er automatisch. Gleich mit Passen alles, so wie bei mir. Oh mein Gott! Der war so krass! Angedreht! Piu! Hast du um die Mauer umgedreht, oder was? Nee, so durch zwei Köpfe durchgedreht und dann hinter dem hat er sich noch so gedreht, dass er aufs Tor ging und so. Warte mal, in der Wiederholung. Der sah bei mir auf dem Screen schon wild aus, ne? Boah, oh mein Gott! Der ist so unter der Latte eingeschlagen. Da muss ich jetzt ehrlich los. Steht aber der Keeper. Der war viel zu schwach. Ey, Mann, was ist das? Aber hast du auch gesehen, wo der Keeper stand? Ich habe original direkt Controller hingelegt, hat man auch gesehen. Aber der Keeper stand trotzdem todesmittig. Ich glaube, der ist Keeper echt voll raufballern können. Okay, Roberto Carlos ist wieder bereit. Diesmal das jetzt bitte nicht nochmal so, denn jetzt war schon Demütigung genug. Der war schon stark eigentlich. Das Ding ist dadurch...
Keypack wäre halt schon eine Option, aber dadurch, dass man gar nicht bewegt, ist krank schwer ins Keypack. Ja, schon. Versuch diesmal ein bisschen anders zu drehen. Oh, diese gedrehten Bälle mit ihnen sind heftig! Das sind die Safen! Einfach in die Mitte vom Tor ziehen, ein bisschen drehen nach außen. Bah! Keeper sieht keinen Stich, Mauer sieht keinen Stich. Ich glaube, da kann sogar mit Mauer springen. Die fliegen an der Mauer vorbei, oder? Junge, das ist zu viel gerade. Das ist ehrlich zu viel des guten Rad. Zwei hintereinander knallt er mir so rein. Ich weiß nicht mal, wie die gehen, die Dinger. So, ich glaube, du musst treffen, sonst ist das Duell durch. Sonst kannst du gar nicht mehr den Ausgleich holen. Ich würde gerade so gerne auch diesen angedrehten machen, aber ich habe gerade nicht mehr so genau im Kopf, wie der funktioniert, wie viel man aufladen muss. Deswegen ist es, glaube ich, gerade nicht die richtige Situation, den zu machen. Und ich muss einfach auf den Topspin hoffen. Aber mein Keeper steht wieder krass mittig. Du hast gesehen, ich habe nichts gemacht. Der steht einfach krass mittig. Also, hä? Der geht doch immer weiter. Ich habe nichts in der Hand. Bitte, Carlos, bitte. Nein! Ey, dein Allison! Der war aber nicht so gut platziert. Ich habe verloren, ne? Ich will die Wiederholung sehen. Das liegt doch an der Position, weil du so ein bisschen seitlich bist, oder? Achso, ja, kann sein. Ich weiß nicht. Alisson Becker. Ey, hör mal jetzt auf, Mann! 4-2 ist schon okay. Nicht 5-2, Mann. Ich chill mal, irritier mich jetzt nicht. Ich würde ehrlich feiern, wenn bei dir Torwart-Eck auch mal ein bisschen offener wäre. Kann vielleicht auch mal so probieren. Ist nicht offen. Der steht doch schon ziemlich mittig, oder? Eigentlich echt ungefähr so, wie meiner eben bei dir stand. Ja. Da, dafür ist es so die falsche Seite. Da hätte ich ein falsches von rechts nehmen müssen. Ja, ich probier's trotzdem. Die Gea. Nein! Oh mein Gott! Bayern ist ja so reingerutscht. Bayern ist einfach reingerutscht. Da war mit der Hand dran, dann ging er noch rein. Der kratzt. Oh. Guck mal. Boah, der war nicht mal so platziert. Hätte ich den noch ein bisschen weit nach rechts gemacht, wäre der. Mein letzter Freistoß des Spiels. Ich kann eh nicht mehr gewinnen, aber ich kann mir einen Spieler safen, ne, Danny? Ja, zwei Discards oder ein Discard, das ist jetzt die Entscheidung. Was glaubst du, was ist jetzt die beste Variante? Wie schießt du? Ich würde halt... Knuckleball? Sag ich mal, Knuckleball probieren. Die geht dann nochmal nach oben, nach unten, nach Dings, ne? Ja, nach unten, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, zu... Kannst probieren. Kannst auch Bug probieren, worauf du Lust hast. Junge, ich kann gar nichts probieren, wenn meine Hand so weiter zittert. Ich kann mir richtig vorstellen, wie es gerade ist. Komm. Ja! Nein! Nur ein Discard, Junge. Roberto Carlos. Wieso freue ich mich überhaupt? Das kann trotzdem schlimm enden. Scheiße. Aber der ist nochmal schön reingeflogen. Nehmen wir dich noch mal in der Wiederholung. Junge, wer steht da an der Mauer? So ein Typ, der 1,05 Meter ist. Wer hat die denn gestellt, Mann? Ja, weil du gerade rote Karte bekommen hattest, ey. Oh Mann, Digga. Der war ehrlich 1,30 groß. Ich hatte... 4-4-2. Ich sortiere erstmal, oder? Jo. Okay, Danny. Hast du gemacht? Mhm. Okay, wer waren bei dir die wertvollen? Roberto Carlos? Bro, ich hatte Roberto Carlos, ich hatte Ndombele once to watch, ich habe Road to the Final William, ich habe De Gea, Adama Traoré in Form, ich habe Sané, Lucas Moura. Ich kann mir gerade gar nicht mehr merken, auf welchen Positionen die guten waren. 4-4-2 Formation. Machst du den Move und lässt einfach stehen? Das ist jetzt die Frage. Den ekligen, das war einfach. Ha? Soll ich mal probieren? Komm, ich nehme mal den linken ZM. Der linke ZM. Da wird schon nichts so Gutes sein, oder? Ist überhaupt nichts Gutes. Ist ja, aber klar, Harvard. Sonst wäre ruhig gewesen. Man kennt das, wenn man was Gutes trifft, da ist erstmal Ruhe so. Aber wenn man schon überhaupt direkt eine Antwort bekommt, ist Quatsch. Aber Bro, Harvards war das. Aber mit links warst du richtig. Roberto Carlos war links. Aber wo links, ist jetzt die Frage, ne? Was hättest du als nächstes genommen? Ja, keine Ahnung, mein linker Sturm. Ja, da wäre er gewesen. Ehrlich? Yeah. Aber Harvards, linker ZM, ist okay, den knall ich hier weg. Ich kann mich nicht beschweren, Leute. 4-3 verloren, aber ey, ja, ist kein Bauch. Quatsch, Mann. Auf meinem Kanal treffe ich nie was. Ich habe bei Tabak auf seinem Kanal den besten Spieler getroffen, bei Gamer Brother auf dem Kanal eine Ikone getroffen, bei mir auf dem Kanal treffe ich immer so Bronzekarten und sowas. Das ist doch ehrlich nicht legal. Fake. Schade. Komplett fake hier alles.
Ja, du und Herr Eckmann auch auf meinem Kanal rasieren. Aber hoffentlich nicht gegen mich, hoffentlich nicht gegen mich. Oder ich rasiere jetzt ein Rematch auf deinem Kanal, das wäre auch in Ordnung, oder? Weil bei dir haben wir auch noch eine nice Episode aufgenommen, die wir gleich, die recorden wir gleich mit Ronaldinho. Also, kann was werden, oder? Jo, check das ab, Leute. Link dazu ist in der Beschreibung. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr diese Freistoß-Challenges feiert. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr mehr feiert, wenn man die Mauer bewegen und Keeper bewegen kann. Oder wenn man gar nichts macht, würde mich interessieren, was ihr da für eine Meinung habt. Wir sind raus, Leute. Macht's gut. Ciao.